Herzlich willkommen hier zum weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Montag, einen schönen Wochenstart. Ich ziehe heute nochmal durch und wir machen mal Blocking, Weizen. Also vier Blocking ist nicht gut, das heißt meistens irgendwo stehen sie. Wir fahren mal gleich mal nach dem Platz. Wo hier fahren sie nicht lang. Und schauen mal, wo mehrere Fahrzeuge stehen. Ne? Das muss ja laufen, nützt ja allen nichts. Das CP, das ist der mit dem Schwatten. Ja, das ist ungünstig. So, ich wollte hier eigentlich mal gucken. Hinterm Start. Anwenden. So, dann kurz deaktivieren. Wir fahren ein bisschen weiter aufs Feld, damit der andere nach Haus kann. Das ist dann ein Nachteil, wenn man so viele Fahrzeuge hat. Ne? Naja, gut. Ne? Aktiviert. Aber lieber ein mehr als ein zu wenig, ne? Ne. Ich wollte da hin. Hier war irgendwo ein Punkt. Wo ist er? Da haben wir das für Sonnenblumen. Da wird jetzt Mais. Da muss ich noch die, bevor das richtig losgeht, die drei noch holen. Da muss ich mit den Dreschern die Handwerk wegstellen. Und dann muss ich Maisgebiss holen. Dass ich auf Feld Nummer 38 damit drei Fahrzeugen auch arbeiten kann. Hoffe, dass das klappt. Nicht so wie auf Feld Nummer 13, wo der dritte einfach nicht wollte. Aber mir ist im Grunde. Naja, wenn zwei fahren, geht's ja schon, ne? Im dritten kann man auch allein fahren zur Not. Geht ja nur im Prinzip. So, da sind 13 entleeren, aber keiner, der da mit dem gelben fährt nicht. So. Mal wieder losfahren, gleich mal sehen. Oder andere ist in der Nähe und fährt. Oh, steckt der Verkehr fest. Dann ist meistens was faul. Nö, alles gut. Alles plenty. Ich dachte schon, das wäre so vorne und außen an sich. Nee. Ja, das kriegen wir nicht weg. Da muss ich erstmal den Kehrbesen holen. Müsste beim Kühen sein oder so. Aber wir machen erstmal den ganzen anderen Mist weg. Ob wir das heute schaffen. Ich möchte an sich kein das Mais nicht als Silage machen. Du kriegst als Körnermais mehr verkauft. Obwohl, wenn man die Mängel sieht, ne? Beim BGH zahlt nicht viel dafür, ist ja leider so. Wir müssen die Lage loswerden, das nützt ja allen nichts. Das ist ja auch bares Geld. Ne? Hat ja auch, weiß ich, eine ganze Woche oder 14 Tage gedauert. Ne? Also eine Woche auf jeden Fall. Also in folgenmäßig. Ne? Das war ja auch so eine Aktion. Rein Crossplay. Ne? Also nicht mit Outreifen, mit Crossplay. Aber da hatte ich am Abkippen einen Punkt gemacht und ich habe es mit den anderen verteilt. Weil Anne hat er einfach rausgezogen, das war ja die. Das allermeiste war ja dann draußen gewesen. Das war. Wenn ich schon mit einem Radlader wie euch wieder reinfahren kann, dann kann ich es auch vor Ort verteilen. Ne? So hat mir das vorgestellt. Aber wie gesagt, mal sehen.
Ich tendiere immer noch, ich hoffe, dass das Wetter entsprechend nochmal trocken wird. Wir haben ja erst Sommer. Und der Mais wird ja immer im Herbst. Er ist reif. Oder letzten Ende des Sommers. Je nachdem, wie Region das ist. Ne? Je weiter südlich, umso eher ist es. Desto eher ist es früher reif. Das ist ja logisch. Je wärmer, umso besser. Durchdrehende Reifen. Das ist nicht gut. CP, das sind die Sammler. Die fangen wir von vorne an, oder ist egal. CP ist hier vorne. Da helfen wir mal so. Zum einen möchte ich nicht in Kurs eingreifen, Outreif. Zum anderen. Und lass los. Das ist doch gar nicht. Also verkeilt, ne? Aber so. Ist das, ne? Was zum Glück. Naja, gut. Wenn ich nicht 100% ernten kann, ist es halt so, ne? Aber halt fast alles. So. Und jetzt haben wir ein Lager rein. Und später mal immer das mit Outdrive in aller Ruhe aus dem Lager raus Richtung. Stichwort Richtung BGH. Ja. Mahlzeit. Danke. Dankeschön. Entschuldigung. Ich hab mir relativ spät Abend gegessen, also. Das hat mir so angewöhnt. Nach den beiden Livestreams dann ein Armbrot zu essen. Weil ich einfach vorher nicht mit einem vollen Magen nicht spielen kann. Volle Magen macht mich träge. Macht mich müde. Nur dazu sagen, ich bin heute auch sehr spät aufgestanden. Weil ich gestern halt sehr spät ins Bett gegangen bin. Und das wird immer schlimmer. Und bin froh, wenn ich wieder arbeiten kann. Um wieder den normalen Rhythmus reinzukriegen. So, ich habe keinen kleinen Einhänger, ne? Also BGH wollte ich jetzt nicht. Der BGH fahren wir das nächste Mal. Vielleicht können wir noch wieder eine ganze Fuhre abgeben. Unwahrscheinlich. Weil bei 1 verbraucht er nicht so viel. Wer steckt den Verkehr fest? Das ist ungünstig. Der eine sammelt und der andere weg. Gut, dann müssen wir eingreifen, ohne dass wir hier was verändern. Wäre nicht ungünstig. Ne, was ist denn? Gas gehen. Na, irgendwann wird schon beruhigen. Wie gesagt, Stroh ist mich jetzt nicht mehr so wichtig, also. Wenn ich weniger Stroh habe, weniger Stroh. Ich habe schon so viel Stroh, dass da jetzt auf diesen einen nicht mehr drauf ankommt. 9240, das muss ein Drescher sein. Muss der Käse sein. So.
Ich habe mir entschlossen, heute Abend mache ich alle Folgen fertig. Dann kann ich morgen Vormittag oder heute Vormittag, naja, heute noch nicht, morgen Vormittag, dann die bearbeiten. Und dann zumindest zwei Folgen holen. Zwei. Oder eine. Eigentlich zwei für heute und morgen gleich. Weil morgen Nachmittag werde ich dann die Tür, die Marsch fertig machen. Ich werde mal sehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Sonntag ein Livestream machen und dann muss ich ja die. Im Grunde, wenn ich arbeiten muss, ist das ungünstig. Oder Samstagabend Livestream machen. Für die Marsch. Wäre eine Option, ne? Na gut, die eine Folge kommt ja morgen noch, auch nicht so tragisch. Geht eh um Verkauf. Da ist die Reihenfolge vielleicht nicht ganz so dramatisch, als wenn man bei der Ernte bei ist. Oh ne, ich verpackte flügig auf Feld 5 und sehe noch aktuell dort Pappeln aus. Um mal zu haben, weil ich hier Hackschnitzel haben will. Viel. Und eben mach keinen Baum weg für Hackschnitzel, ne? Ja gut, hier geht ganz gut weg, ne? Ich will durch den Reifen. Ein Laden ist kein Problem. Ja. Wieso? Warum machst du sowas mit mir? Selber kann doch nichts machen. So, behämmert, wieso machst du sowas? Ist ja bestimmt vorgefahren, ne? Vom Formdrescher bestimmt. Hat mit dem Fahrer nichts zu tun. So. Habe ich einen Tankwagen da? Nee. Da muss ich gucken, ob ich da aufgetankt werden soll. Oh, das ist nicht gut. Und ich habe nicht aufgetankt. Das kann ja auch noch passieren. Wie viel hast du noch drinne? Ja, das ist nicht viel. Da werden wir ganz kurz eingreifen. Den Schneidwerk hier lassen, das ist ungünstig. Die anderen fahren drüber. Und dann tanken wir mal auf. Dann nehmen wir gleich mit hier vorne. Weil der andere stehen lassen musste, weil der Unfall war. Ja, wird eigentlich langweilig, ne? Ich muss ja auch durchfahren, ne? Das heißt, sie müssen ja den Tank mitnehmen. Ist ja egal.
bevor er mir stehen bleibt. Nachher wieder. Ah, nee. Was ist das nur heute los? Ja, aber das ist das Problem, dass die genau. Na, alles nicht, das ist hier vorne. Da muss ich kurz eingreifen, nutzt ja auch nichts. Du kommst hier zu nix. Dann hier ist der Kurs und da muss ich lang. Ob da nun ein Traktor steht oder eine Bombe oder ein Flieger. Ja. Achso, ich wollte schon sagen, jetzt fährt er da doch die Strecke lang, die er nicht soll. gut, tanken wir schnell auf. Hab leider keinen Giftkanister dabei. 108 Hektar. Was hätten wir hier ernten können, wenn das Ding leer gewesen wäre? Also gedüngt wäre komplett. Unkraut bekämpft wäre. Und. All das. Dann nehmen wir gleich vorne das auch noch mit hier. Was schon mal hier sind, ne? Die Ecke und die Zipsel hier. Vor allem die Ecke da oben. Aber mit Stroh klappt jetzt noch eine Weile. Hoffe gehen wir es. Naja, mein gut. Wenn der Stroh nicht da ist, ist er nicht da, ne? So. Fahren wir hier durch. Augenmaß. Das müssen hier vorne stehen. Das brauche ich doch hier nicht. Weil das macht sich ungünstig da, ne? Gerade dann, wenn Gegenverkehr kommt. Wenn ich zurückkommen will, fahren will. Tanken, das wird nicht mehr viel gereicht. Man hätte vielleicht gereicht, vielleicht. Wenn sie normal fahren könnten. Aber wenn sie so ein Problem haben mit dem. Ja, mit dem ganzen Abfahrer, ne? So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Und immer tschüss. Ciao, ciao. Tja, man sieht uns dann wieder. Ja, wenn ihr möchtet, morgen zur selben Zeit, um 14 Uhr. Bis dann. Tschüss.